Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind jetzt hier im Museum und zwar im alten traditionellen Museum, wo die Geschichte der Sultane und Könige hier beschrieben werden, gezeigt werden. Das ist jetzt hier so der Außenbereich. Wir stehen hier oben auf einer Veranda und der Platz, der hier vor ist, was jetzt ein Parkplatz heute ist, war früher so ein Treffen sozusagen, wo die Leute kamen, um hier vorstellig zu werden. Hier drüben ist übrigens auch der Palast. Man sieht jetzt da nur die Dächer. Und hier waren dann so Bullenkämpfe und so haben hier stattgefunden auf dem Platz. Wenn wir mal hier rüber gehen, dann sehen wir hier so ein schönes Tor. Da habe ich auch schon Bilder von gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die schon gesehen. Das ist so der Eingang. Wie gesagt, heute stehen da Autos, früher standen da Kutschen. Ja. So sah das aus. Und jetzt die Hochhäuser da im Hintergrund, die gab es wahrscheinlich früher auch nicht. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich zeige euch jetzt von drin so ein bisschen noch was, wie das hier aussieht. Also was hier alles sehr schön ist, so die Verzierungen von den Geländern. Das ist natürlich alles sehr schön und altertümlich gemacht. Hier kann man mal von oben so kurz runter gucken, die ganzen Vitrinen mit den Stoffen, welche Muster die so früher benutzt haben. Dann gibt es hier verschiedene Räume, also hier zum Beispiel, das war die Royal-Zeremonie zur Beschneidung der Jungs. Die haben dann hier auf diesem Bananenstamm gesessen, wurde mir gerade erklärt, und wurden dann halt beschnitten dort. Hier haben wir noch so ein paar alte Gefäße, die man sieht. Gehe ich mal mit euch hier noch in einen Raum. Da wurde gezeigt, hier wurde eine Zeremonie gemacht, wenn die Schwangere 7 Monate, also im siebten Monat war, dann bekam sie eine besondere Zeremonie und bekam Massagen von einer Hebamme. Und auf der anderen Seite sehen wir dann das Geburtszimmer, wo es hier viele Behälter und gab, wo dann wohl Medizin drin war oder eben heilende Wirkung und beschützende Wirkung und solche Geschichten halt. Also man sieht da auch Kokosnüsse liegen, sieht man mal, wie gesund das ist. Ja, das ist so. Dann haben wir hier ganz viele Holzschnitzereien. Also Kelantan ist dafür wohl sehr bekannt hier in Kota Baru. Für Holzschnitzereien. Ich bringe euch mal ein bisschen näher, da kann man, also auch Koran ist da reingeschnitzt und das war halt, ja, also speziell hier diese Gegend dafür bekannt, dass diese Holzschnitzereien halt gemacht werden und soweit ich das verstanden habe, wohl auch heute teilweise noch gemacht werden. Natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß. So, jetzt gehen wir mal hier so eine schöne Treppe runter. Das ist auch alles, wenn ich euch mal die Stufen zeigen. Also das ist jetzt alles allerdings Metall und nicht Holz, aber eben alles so in schönen Mustern und Verzierungen gemacht. Wow, und eine Wendeltreppe halt. So, hier unten ist alles auch mit Marmor der Boden. Ah ja, und das Haus, in dem wir uns befinden, ist übrigens ein Geschenk des Sultans an seinen Lieblingsenkel und für den hat er das gebaut. Hier ist die Hochzeitsnacht, wie die verbracht wurde, also gleich mit Essen, damit die Nacht nicht verhungert sind. Und hier gibt es nochmal Schmuck, was die Frauen getragen haben, also Kronen, und da sieht man auch an dem Bild den Gürtel. Ja, was natürlich toll ist, dass ich hier filmen darf. Eigentlich ist es ja in den meisten Museen gar nicht so erlaubt, aber hier ist keiner und steht auch nirgendwo dran, dass man es nicht darf. Ja, und hier ist die Hochzeitszeremonie gemacht und da wurde mir auch eben erklärt, dass diese goldenen Blumen, die hier an der Seite jetzt stehen, dass das meistens so Geldscheine waren,
die in Form einer Blume geformt waren und dann da so angebracht wurden. So haben hier die Royals früher geheiratet. Wie gesagt, das ist dieses Traditionsmuseum, wo wir jetzt gerade sind. Hier haben wir nochmal Schmuck. Natürlich alles in Gold, ja ganz klar. Hier sieht man Bilder von den Bullenkämpfen. Jetzt wird hier das Licht ausgemacht, wir werden hier rausgeschmissen. Okay, hier kann ich euch nichts mehr zeigen, hier stehen auch nur noch so ein paar Gefäße. Ja, so, die Zeit ist vorbei, wir müssen hier raus. Hier draußen sieht man nochmal eine Kutsche. Ach ja, was interessant ist, also auch im Museum hier zieht man sich die Schuhe aus. Ah, und hier ist ein Bild, das man nicht fotografieren darf, sieht er. Naja, nun haben wir es gemacht, er hat es gesehen und hat auch nichts gesagt. Gehe ich mit euch nochmal zur Kutsche. Das war also die Royal-Kutsche. Ja, so sah die aus. Und dann... So, jetzt sind wir unten. Ich laufe mal mit euch, dass man so das Haus nochmal sehen kann. Das ist jetzt hier alles so außen. Wir hören jetzt Sicker von der Moschee. Die machen immer Sicker danach gemeinschaftlich. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil das eigentlich nicht Sunna ist. Und die machen das auch immer alles laut, damit das immer alle hören. Ja, das ist das Haus, in dem die waren. Wie gesagt, das war halt eben für seinen Enkel extra gebaut. Der Palast, wie gesagt, ist gleich hier nebenan. Und ist heute halt ein Museum. Gut, wir gehen jetzt, weiß ich nicht, noch in ein anderes Museum. Oder nee, heute ist, glaube ich, alles zu. Da machen wir nichts mehr. Jetzt gehen wir essen. Aber, ah ja, was noch sehr schön ist hier auf diesem Platz, ihr seht hier die ganzen Pfähle und überall oben auf diesen Pfählen sind Korane. Also sollen zumindest Korane darstellen. Und das sieht man hier übrigens öfter mal in der Stadt, dass es hier Korane gibt, die irgendwo gemacht sind oder irgendwas für den Propheten. Ja, und hier haben wir nochmal das Tor von unten. Gut, bis zum nächsten Besuch. Masalam und tschüss.